Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier auf Westfalia. Nach einer Ewigkeit sind wir wieder in Animal Crossing New Horizons unterwegs. Und den Grund könnt ihr gerade auch schon sehen, beziehungsweise vielleicht auch hören. Hier spielt gerade KKs Lied Neue Horizonte und ich habe so einen lustigen Bauarbeiterhelm auf. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich endlich den Inseldesigner freigeschaltet habe und noch ein paar andere coole Dinge. Und damit konnte ich meine Insel jetzt schon ein bisschen verschönern und ein paar Sachen auf Vordermann bringen. Und endlich habe ich eins der zentralen neuen Features von Animal Crossing New Horizons da. Und ich freue mich einfach. Wisst ihr, es ist ja so, ich hatte ja darüber geredet, auch in meinem Stream, ob ich das Spiel eventuell verkaufen möchte, weil es mich irgendwie, ja, nicht mehr gepackt hat. Habe mich dann aber dazu entschieden, noch mal eine Woche zu warten und zu gucken, ob es mich eventuell doch wieder interessiert irgendwann. Und dieser Punkt ist tatsächlich gekommen. Denn auf einmal ging alles ganz schnell. Neuer Bewohner, KK-Konzert und Inseldesigner und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich Bock, diese Insel auf Vordermann zu bringen. Denn endlich, ich habe damals den Kauf für dieses Spiel eigentlich damit gerechtfertigt, dass es dieses Terraforming und dieses ganze Detaillierungszeug gibt, was ich aber bis jetzt noch nicht hatte in 30 Stunden Spielzeit. Jetzt habe ich das aber. Und was ich damit gemacht habe, finde ich eigentlich ganz nice. Hier, das waren so meine ersten Versuche hier. Ich habe hier so ein bisschen versucht, so einen kleinen Weg zu machen. Ich weiß nicht mehr, ob ich noch bewusst ist, wie das hier vorher aussah. Aber ich habe hier wirklich angefangen, ein bisschen schöner zu detaillieren. Da ist ein Käfer, den ich, glaube ich, noch nicht habe. Den hole ich mir mal ganz fix. Oh, was, so ein Sandläufer, ne? Den habe ich, glaube ich, doch schon. Aber, ja, genau, einen Sandlaufkäfer, den habe ich leider schon. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese ganze Designer-Sache einfach so, so nice, weil das erinnert mich jetzt gerade wirklich extrem stark an Minecraft, muss ich sagen. Einfach verschiedenste Tools haben hier, diese verschiedenen, hier habe ich so einen kleinen Steinweg gemacht, das hier ist Snap und Steps Laden, wir können nochmal da reingucken, wie es bei Ding gerade aussieht. Verschiedene Tools, verschiedene Materialien auch für diese Wege und so weiter, die einem einfach ermöglichen, super viel noch zu detaillieren und so weiter. Die haben leider heute gerade irgendwie gar nichts im Angebot, was ich interessant finde. Wenn man das Ding hier viermal kaufen könnte, mal in so eine Ecke stellen kann. Kann man das machen? Kann man das mehrfach kaufen? Ich glaube, das funktioniert sowieso nicht, weil ich nicht genug Geld habe. Aber kann man das mehrfach kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ja, heute haben sie nicht so viel im Angebot. Ich meine mal gehört zu haben, das war zumindest in New Leaf so, dass man am besten immer möglichst viel kaufen sollte von Netman Schlepp, weil sich dann der Laden schneller upgradet. Das kann sein. Hier haben wir auch Leandro, glaube ich. Ja, hier ist das der zentrale Platz, wie gesagt, mit meiner geilen Flagge. Und das Rathaus, ich habe hier so eine kleine Telefonzelle hingestellt, die finde ich eigentlich ganz cool. Und hier drüben ist ja die große Neighborhood. Mit Andrea, die Sport macht. Hier ist die Neighborhood, hier wohnen super viele Leute, hier sind glaube ich 5 Häuser insgesamt. Und hier noch so ein kleiner Weg, ich finde das hier irgendwie total knuffelig. Thorsten, was ist mit dir? Ah, du bist gar nicht Thorsten. Nee, gestern haben wir gar nicht geredet, du. Das ist nämlich Nathan. Hier geht es so ein bisschen runter, finde ich echt ganz knuffig. Und dann ist man hier sozusagen an der Strandpromenade. Hier fehlt noch ein Busch. Der und Schlepp hatten nicht mehr den Busch im Angebot, den ich dafür brauche, nämlich diesen hier, beziehungsweise ja, so einen mit blauen Blüten am Ende. Den hatten die gerade nicht mehr, deswegen konnte ich das noch nicht hinpflanzen. Aber hier sollte ein bisschen die Strandpromenade. Oh, wie süß ist das denn, wie die gerade zusammengelaufen sind? Hier so eine Strandpromenade entstehen mit halt, ne, Nepp und Schlepps Laden hier und so weiter. Und hier so ein kleines Häuschen, ich weiß gar nicht, wer da genau wohnt. Und dann geht es hier weiter und hier habe ich so eine kleine Feuerstelle für Leute gemacht. Ich habe mir eigentlich schon das Ziel gesetzt, dass jedes Häuschen so ein bisschen so eine Art Garten bekommen soll, was so, ich weiß nicht, so eine Art Personalität ausdrückt. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Das hier ist Tanja. Ich weiß gar nicht, wo die genau wohnt. Gerd verkauft seltene Blumen. Ist Gerd auf der Insel? Es gibt auch das neue Update, wo man unter anderem Kunstwerke sammeln kann. Das habe ich aber noch nicht gesehen. Also die Person habe ich noch nicht gesehen. Ich habe hier überall noch diese Lampen hingestellt. Der Grund, warum ich hier noch keinen Boden gemacht habe, ist, dass ich hier gerne so einen Steinboden machen möchte. Der kostet aber, glaube ich, 2000 Meilen, die ich gerade noch nicht habe. Von daher kann ich es noch nicht machen. Hier hinten zum Beispiel wohnt der neueste Bewohner. Das ist, glaube ich, wie auch immer er heißt. Wir können ja mal reingucken. Dem habe ich da so einen kleinen Sandkasten hingestellt. Noch hatte ich gerade noch übrig in meinem Lager. Und ganz ehrlich, diese neuen Funktionen sind ultra sick. Also ich weiß nicht, ah ja, genau, der Kollege war das. Das ist Gaston. Was machst du denn da? Ich baue mir ein Früchte. Ja, ich weiß. Das hast du mir doch sogar schon mal. Ja, du hast mir das Rezept literally gestern Abend gegeben. Tatsächlich. Ich habe so ein Ding an meiner Tür. Hä? Hä? Er hat mir das literally gestern Abend gegeben, bevor ich pennen gegangen bin. Oder heute Nacht, um 2 Uhr. Und jetzt gibt er es mir nochmal. Warum das?
Naja, und irgendwie, keine Ahnung, der kriegt hier so vielleicht so ein Kinderparadies. Er hat nicht allzu viel Platz, er wohnt so ein bisschen im Hinterhof und diese Laterne steht an einem bekifften Ort irgendwie. Ich glaube, die verschiebe ich mal lieber ein bisschen. Aber wie gesagt, die neuen Features, ich weiß halt immer nicht genau, was ist jetzt genau neu in New Horizons, was ist noch aus New Leaf da. Aber ich weiß, dass diese Terraforming-Sachen, die sind wirklich größtenteils neu. Jetzt kann man hier auch besser durchlaufen. Du machst Sport, hä? Hier, ich finde auch diese Hecken total cool, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich so einen kleinen Rasenmäher hingestellt. Hier drüben kommt so ein bisschen das asiatische Gebiet hin. Hier wächst nach und nach so ein bisschen Bambus und so weiter. Ich glaube, da wohnt Leandro auch drin. Das finde ich eigentlich echt ziemlich nice. Also ich muss sagen, mir gefallen dieses Gebiet hier. Ich mag das irgendwie voll. Diese Strandpromenade hier vorne. Wie gesagt, hier fehlen natürlich noch ein paar Büsche und so, aber ich mag das. Man kommt halt hier, ne? Kommt man hoch. Hier sieht man erstmal die Serverregeln, die Discord-Regeln, ne? Kein NSFW-Content hier posten auf Animal Crossing. Keiner Wegweiser und so. Und erstmal halt hier. Und da geht's ab. Und hier nach rechts geht halt zu meinem Gebiet. Ich finde diese Hecken auch total cool, muss ich sagen. Und hier kommt man halt zu meinem Häuschen. Hat sich jetzt nicht allzu viel getan. Ich habe so ein bisschen was gemacht. Und da seht ihr schon was da entstanden ist. Hier unten wohnt Thorsten. Hier kommt eine Brücke hin. Oder vielleicht auch hier. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht eher hier. Mal gucken. Denn da kommt man zum coolen Gebiet, wie ich finde. Und zwar ist hier oben mein Obstgarten. Problem ist, ich habe vorhin alles geerntet. Das sieht jetzt nämlich daher absolut nicht spannend aus. Aber glaubt mir mal, dass das hier ziemlich krass ist. Ich habe hier alle möglichen Früchte, die es gibt in dem Game. Halt schon so ein bisschen dekoriert mit diesen Wegen und so. Ich hätte das vorhin mal aufnehmen sollen. Hier wachsen noch neue Apfelbäume. Ich weiß nicht, ob ich einen Screenshot habe. Wenn ich einen Screenshot davon habe, dann blende ich noch hier mal ein. Aber das ist halt eigentlich ziemlich cool. Da ist auch ein Fisch. Aber ich muss halt immer über den Fluss hüpfen. Von daher, glaube ich, packe ich entweder hier so eine Brücke hin. Ich weiß noch nicht genau. Bloß aktuell kann ich das noch nicht machen, weil ein anderer Gyroidenauftrag gerade noch läuft. Hier unten habe ich einfach so ein bisschen so einen kleinen, ach hallo, so einen kleinen Waldweg. Hier werde ich noch Blumen pflanzen und so weiter. Denn ich habe noch einen anderen Gyroidenauftrag laufen. Der befindet sich hier oben rechts. Ich finde das irgendwie total cool, dass man Brücken auch schräg bauen kann. Das war so ein bisschen so ein Mindblow-Moment für mich. Denn hier ist der Rastplatz oder der Campingplatz und ich habe mir überlegt, hier oben möchte ich noch irgendwas hinbauen. Ich möchte da irgendwie so ein, weiß ich, so ein Sportfeld, irgendwie so ein, da gibt es, ich glaube, einen Swimmingpool habe ich, glaube ich, gekauft, habe ich den sogar dabei. Ne, habe ich nicht, aber ich habe einen Swimmingpool gekauft. Der kommt dann da oben hin, hier kommt so eine nice Holztreppe hin, so eine aus so verschiedenen Brettern, aus so kleinen Brettern. Passt dann, glaube ich, ganz gut hier zu diesem Design von diesem Ding hier. Hier ist auch sehr viel Unkraut gewachsen. Ich hatte ja eine Zeit lang wirklich anderthalb Wochen oder so nicht gespielt, aber es sei wie es sei. Da oben leuchtet, glaube ich, irgendwas. Ne, ist nur eine Blume. Ja, und so kommt man dann hier zurück zum Museum. Was auch sehr cool ist, finde ich. Wir können mal kurz ins Museum reinschauen und eine kleine Tour geben, weil ich weiß gar nicht, ich habe jetzt ein paar Sachen, habe ich, glaube ich, fertig. Noch nicht allzu viel, muss ich sagen. Und Eugen ist sogar wach um 19 Uhr. Alles klar. Nee, ich muss immer noch sagen, Eugens Gequatsche geht mir auf den Keks. Und ich frage mich, warum er mir jedes Mal wieder sagen muss, dass eine Spende den Eugen sehr freut und es die museale Entwicklung von Westfalia sehr voranbringt. Die goldene Museumsregel, bliblablub. Entspann dich, ne? Warum ist das so? Und warum muss ich erst, eine andere Frage, warum muss ich erst Fossilien analysieren, um sie dann spenden zu können? Warum kann ich denn nicht beim Spenden sie einfach analysieren lassen? Beim Stiften meine ich. Wisst ihr, was ich meine? Warum muss das nochmal ein extra, naja. Ja, hier ist mein Museum. Ich glaube, das Vieh ist fertig. Das ist der Stegosaurus, glaube ich. Und irgend so ein Hirsch ist auch noch fertig. Das Vieh da ist auch fertig. Der Kollege dahinter, den ich aber gerade nicht angucken kann. Was ist denn das für ein Viech hier? Was bist du? Ein Spinosaurus, ja, das macht Sinn. Und dieser Kackerhaufen, Tyrannosaurus Rex, da fehlt noch ein bisschen was. Ich hatte irgendwo so einen Hirsch. Ich weiß gerade nicht genau, wo der Hirsch ist. Der ist nochmal im anderen Gebiet hier drin. Ich muss wirklich sagen, ich finde das Museum einfach viel zu gut für alles. Also das Museum ist eines meiner Lieblingsorte. Er wäre noch schöner, dieser Ort, wenn man einfach Eugen skippen könnte. Genau, hier ist dieser Hirsch. Der sieht irgendwie voll geil aus, Mann. Der heißt, glaube ich, einfach Urzeithirsch, ne? Riesenhirsch heißt der. Ich finde es auch echt nice, wie die es hier gemacht haben, dass diese verschiedenen Skelette oder diese verschiedenen Ursprünge der Bewohner dargestellt werden. Dass zum Beispiel hier, das sind scheinbar ein Affenbewohner, dass der von dem kommt und der Hirsch, das ist dann halt dieses Vieh, dieses Rehkitz hier geworden.
oder was auch immer das da unten ist. Ich habe mal eine Kuh und ein Pferd und das ist ein Bär und so. Und das ist halt offensichtlicherweise ein Hund da unten oder so eine Art, ja, so ein Vorläufer vom Hund. Das finde ich wirklich sehr nice. Das Museum finde ich nach wie vor extrem cool. Ja, aber sonst, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr bisher so von der Insel haltet. Ich werde euch halt immer mal wieder Updates geben, wenn irgendwie mehr neuer Stuff passiert ist. Jetzt werde ich halt erstmal eine Weile dann wieder bauen und dekorieren und so weiter. Und wenn es dann was Cooles Neues gibt, dann werde ich euch wissen lassen. Ich hätte wirklich vorhin aufnehmen sollen, bevor ich den Obstgarten geerntet habe. Glaubt mir einfach mal, da sind halt alle verschiedenen Früchte und ich habe die auch jetzt nicht... Ich habe die zwar in einer gewissen Ordnung angepflanzt, aber sie sind doch ein bisschen durcheinander. Also da sind dann auch Pfirsiche neben Orangen, neben Birnen, neben Äpfeln, neben Kirschen. Das heißt, das ist dann auch ein bunter Mix, den ich irgendwie sehr schön finde. Das finde ich alles ziemlich nice. Und ja, ich habe auch so ein Ticket bekommen von Tom Nook, irgendwie so ein Mai-Ferien-Ticket. Keine Ahnung, was das genau bringt. Werde ich auch noch heute Abend wahrscheinlich austesten, mal gucken, ob das auch coole neue Sachen mit sich bringt. Aber ja, das wäre es soweit von meiner Crossing-Insel. Da kann ich kaum mehr sprechen bei dieser Awesomeness dieser Insel. Ne, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr sie findet. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, dann lasst sie gerne mal in den Kommentaren da. Oder ja, schreibt mal rein, ob ihr mehr Animal Crossing sehen wollt. Auch vielleicht mal wieder einen Stream. Ich weiß es nicht, ob ich das machen möchte. Wir gucken mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis dann und ciao.